Hallo ihr Lieben, heute will ich euch mal mit nach Zagreb nehmen. Eine wunderschöne Stadt, die Hauptstadt Kroatiens. Und wenn ihr Lust habt, dann abonniert doch gleich meinen Kanal und nicht vergessen die Glocke zu klicken. Dann kriegt ihr auch immer eine Info, wenn ein neues Video hochgeladen wurde. Hier in Zagreb haben immer die Läden offen. Also ich habe an keinem Tag erlebt, dass hier die Geschäfte zu haben. Zum Beispiel ist heute ein Feiertag. Hier ist heute der Nationalfeiertag sogar von Zagreb. Und trotzdem hat Kaufland und die ganzen Geschäfte alle offen. Und schaut mal dahinter, der Traktor, der sammelt die Pferdeäpfel auf. Überall hier in Zagreb findet man diese Straßencafés, wo immer viele Leute sitzen und ihren Kaffee genießen. Gehe ich erstmal einkaufen und schaut mal, kommt euch das bekannt vor? Ja, auch hier gibt es viele deutsche Produkte im Kaufland, die man aus Deutschland auch kennt. Also hier im Kaufland sieht es genauso aus wie bei uns. Schaut mal hier so in die Regale. Hier zum Beispiel ist das Wurstregal und dann nehme ich einfach mal hier so Bierschinken von K-Klassik. Es gibt natürlich auch regionale Produkte, aber auch sehr, sehr viele deutsche Produkte. Hier sieht man es, K-Klassik. Schaut euch mal die schönen kleinen Häuschen hier hinter mir an. Ich bin hier ein bisschen außerhalb von Zagreb und will hier mal ein bisschen die Gegend erkunden. Schaut mal hinter mir, die Kroaten, die vertreiben sich die Zeit, indem sie hier Boccia spielen. Schaut mal, das ist die Kathedrale von Zagreb. Sie heißt Maria Himmelfahrt und sie fiel im 19. Jahrhundert mal einem Erdbeben zum Opfer. So zu Ostzeiten, als jetzt hier Jugoslawien war,
wurde sie etwas vernachlässigt und seit 1990 jetzt wird sie rekonstruiert und renoviert und darum ist auch der zweite Turm hier verhüllt. Und sie ist eines der höchsten Gebäude von Kroatien. Zagreb teilt sich in Ober- und Unterstadt. Ich bin jetzt hier in der Unterstadt und zur Oberstadt kann man mit einer kleinen Seilbahn fahren. Die ist ganz niedlich, die dauert nicht mal eine Minute, die Fahrt, aber muss man mal gemacht haben. Und man kann auch hoch oder runter laufen. Ja, man kann mit dieser Seilbahn hier hochfahren und dann hat man einen wundervollen Blick über die Dächer von Zagreb. Und schaut mal dort ganz hinten, dort sieht man den Medvednica, das ist der Bärenberg. Dort kann man auch hochlaufen oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln hochfahren. Autos ist auch erlaubt, finde ich aber nicht so schön, mit dem Auto dort hochzufahren. Ja, ist interessant, 1000 Meter Höhe Meeresspiegel. Ja, und auf diesen Bärenberg, Medvednica, da kann man im Winter auch Skifahren. Also wer hier im Winter ist, der kann gern mal dort hoch und seine Skiausrüstung ausprobieren. Es ist nur ein ganz, ganz kleines Skigebiet, aber immerhin besser als gar nichts. Und schaut mal, hier ist nochmal eine ganz beeindruckende Kirche. Heute ist es echt windig hier. Schaut euch doch mal diese schöne Innenstadt an. Es macht so viel Spaß, hier lang zu laufen und alles zu erkunden. Hier findet man übrigens alle Arten von Küchen. Hier war eben griechisch, indisch, vegetarisch, alles dabei. So, jetzt habe ich kroatisches Essen. Also sehr fleischhaltig, aber lecker. Vor allem das gebratene Gemüse sieht total lecker aus. So, und jetzt gehe ich von der Unterstadt in die Oberstadt. Und zwar gehe ich hier durch diesen Tunnel hinter mir. Der führt genau in die Oberstadt. Man muss also nicht unbedingt diese kleine Bahn nehmen. Und hier kann man einfach schön durchgehen. Es hallt sicher ganz doll. Dieser Tunnel wurde im Zweiten Weltkrieg genutzt. Als was ist hier eigentlich klar? Oder als Luftschutzbunker. Und so circa 1990 wurde er dann wieder rekonstruiert ein bisschen. Und es fanden hier Raves statt. Da kann ich mir schon vorstellen, was das für ein Lärm hier unten war. Hier gibt es auch so verschiedene andere Ausgänge noch in die Stadt. Und genau im selben Jahr und 2016 wurde er eigentlich erst richtig für die Öffentlichkeit errichtet, eröffnet hier, sodass man ihn auch nutzen kann. Der Tunnel heißt übrigens Grick oder Gritsch-Tunnel. Weiß jetzt nicht so genau, wie man das ausspricht. Der Eingang ist ziemlich unscheinbar und demnach sind auch wenig Menschen hier unterwegs. Ich bin jetzt hier ganz allein drin, aber es ist eine schöne Abkürzung. Jetzt bin ich am Ende des Tunnels angekommen. Hier ist jetzt der Ausgang und ich zeige euch mal, wie es hier an der anderen Seite aussieht. Ganz unscheinbar und versteckt. Ich gehe jetzt erstmal in die Oberstadt. Ein bisschen blöd ist immer, dass die Innenkamera alles verkehrt rum zeigt. Spiegelverkehrt. Aber man kann es trotzdem lesen. Zagreb. Ja, so kann man auch dekorieren, ne? Mit seiner alten Unterwäsche. Einfach mal ein paar Höschen hier aufhängen. Und dann kann man sich hier drunter setzen und gemütlich einen Kaffee trinken. Hier übrigens ist diese Wi-Fi grad Zagreb. Und dann kann man sich kurz anmelden und schon hat man hier kostenloses Internet. Hier hinter mir, das ist die Kamenita Vrata. Hier hinter mir ist das Museum der zerbrochenen Beziehungen.
hier in der Oberstadt kann man sehr, sehr viel Kultur sehen, sehr viele Museen und Kirchen. Also wer kulturell was sehen will, der muss in die Oberstadt. Das ist hier übrigens der Markusplatz. Er beherbergt die kroatische Regierung, das Parlament und das Verfassungsgericht. Und die Dachziegel der Kirche, der St. Markus-Kirche, sind glasiert. Und darum haben die dieses schöne Wappen, was so schön farbenfroh von Weitem schon leuchtet. Ja, und wenn man hier bei der Markuskirche um die Ecke geht, hier vorne ist gleich das Verfassungsgericht. Also da ist das Verfassungsgericht und hier neben, das ist das Parlament, Parlamentsgebäude. Und wenn man nicht durch den Tunnel gehen will, dann kann man auch hier wieder in die Unterstadt zurückgehen. Ist das kleine Steintor. Und überall viele Touristen hier in Zagreb. Und die Hälfte davon spricht Deutsch und die andere Hälfte ist asiatisch. Dieser Hund trägt sein Wasser selbst. Polizisten. Hat jemand Lust auf Eis? Welche Sorte darf es denn sein? Eine von diesen? Oder eine von diesen? Outro Time heute mal mitten vom Marktplatz in Zagreb. Hier ist jetzt schon alles leer gekauft. Die Stände werden abgebaut. Also, wenn euch das Zagreb-Video gefallen hat, dann könnt ihr genau hier meinen Kanal abonnieren.